Wasser getauscht? Wir machen den Lose und drehen die Schelle. Würde ich sagen. Soll ich runterkommen? Kann ich kommen, oder? Mein Teller muss weg. Oh. Thank you.
rein. Der muss rein, also muss er bei euch mal gucken. Nicht mach mal hier locker wieder. Mach den locker, ob das hier reinkommt. Ja, da bin ich auch drin. Das machen wir extra. Vielleicht tut sich das, wenn du dann der locker machst wieder, dann kommt das vielleicht hin, sich gut wieder da hoch. Nach den Vorrichtarbeiten, nach den Anpressarbeiten beginnen dann die Schweißarbeiten. Wir haben lange Hefter gesetzt. Es werden die Hefter angeschliffen und die Wurzelschweißarbeiten beginnen mit der Rohrschweißerei. Ihr werdet gleich noch von mir die Parameter nochmal bekommen. Wurzelluft 3,5 bis 4 mm Schweißluft, 3 mm Schweißdraht, 2,4 mm Wolframnadel, ca. 20 Liter bis 25 Liter Argon, 105 bis 110 Ampere. Im Wurzelbereich die erste Zwischenlage wird ausgeigelt, ausgeschliffen und dann mit 160 Ampere 2,4 mm Schweißdraht eingebracht. Danach folgen die nächsten zwei Zwischenlagen mit 3 mm Schweißdraht zwischen 170 und 180 Ampere. Und letztlich folgt die Decklage auch in demselben Bereich 170 bis 180 Ampere und 3 mm Schweißdraht. Beide beherrschen den Freihandstil, beide die Pendeltechnik. Wir sind uns sehr, sehr ähnlich in unserer Handfertigkeit. Die Röntgenergebnisse haben es widergespiegelt und von daher können wir als Team auch sehr zufrieden sein mit den Ergebnissen. Daumen hoch, herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für eure Abos und das Teilen der Videos und ihr bekommt gleich noch weitere Links zu den Themen im Rohrleitungsbau eingeblendet.